Freunde, im heutigen Video mussten wir aus Freddy's Pizzeria entkommen. Und Leute, ich sag euch eins, das war auf jeden Fall eins der schwersten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Schaut das Video am besten bis zum Ende, aber wie gesagt, das Spiel war einfach viel zu schwer. Lasst aber trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Was war das jetzt für eine sasse Zeitung? Okay, wir sehen hier auf jeden Fall die Trendsetter-Pizzeria. Okay, ich sag schon, das muss der Ort sein. Okay, hier gibt es wahrscheinlich leckere Lami-Salami-Pizza. Dann müssen wir das Ganze auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber Moment mal, jetzt wird mir gesagt, ich muss die Pizzeria aufräumen. Hä? Ich wollte doch nur eine Pizza Lami-Salami essen und keine Pizzeria aufräumen, Mann. Okay, die ganzen Pizzakisten wurden geschnappt und versteckt oder so. Und wir müssen die ganzen Pizzakartons jetzt erstmal wieder zurücksammeln. Okay, und hier in diesem Spind können wir uns anscheinend verstecken vor den Animatronics. Moment mal, sind das nicht die Dinger von Five Nights at Freddy oder so? Oh weia, hä, das ist ja alles hier in der First-Person-Perspektive. Oh Gott, ist das hier nicht Freddy oder so? Okay. Okay, die Lami Army ist natürlich hier auch wieder am Start. Und Moment mal, wir haben hier sogar ein DOS-Monster. Hä? Was macht das DOS-Monster hier? Okay, schon ziemlich sass. Naja, wir gehen einfach mal hier weiter und räumen die Pizzeria auf. Moment mal, hier ist ein Pizzakarton. Hä? Ich kann den aber irgendwie nicht nehmen. Okay, komisch. Moment mal, wir gucken uns weiter um. Oh mein Gott, hä? Warte mal, ich wurde geschnappt? Jetzt schon? Nicht im Ernst, oder? Okay, Freunde, wir müssen uns auf jeden Fall wiederbeleben für 30 Bobax. Toll, ey. Und jetzt sind wir schon einmal gestorben. Wir haben auf jeden Fall schon insgesamt 11 Pizzen eingesammelt. Okay, das macht die Lami Army wirklich grandios. Hä? Eben als wir hier durchgegangen sind, sind wir einfach gestorben. Hä? Warum sind wir jetzt schon wieder gestorben, Freunde? Ich check es nicht. Und wir können uns auch nicht mehr wiederbeleben. Nein, was ist das denn? Oh Mann, ey. Naja, Freunde, was soll ich sagen? Neue Runde, neues Glück oder so. Okay, diesmal will ich auch mal hier nützlich sein und die ganzen Pizzen auch mitsuchen. Aber wir dürfen jetzt nicht von diesem Blödmann hier aufgefressen werden. Hä, ich habe gar nicht kapiert, warum wir gerade zweimal gestorben sind, obwohl er gar nicht bei uns war. Aber naja, Pizzaboxen habe ich auf jeden Fall bis jetzt noch nicht gesehen. Aha, hier. Hä? Können wir nicht einsammeln? Nee. Hä? Wie sieht denn so eine Pizzabox aus? Hier oder nicht? Ich verstehe das nicht. Oh Mann, ey. Pizzabox? Hallo? Oh Gott, und wo ist Freddy? Ist er hier jetzt irgendwo am Rumlaufen oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir haben endlich eine Pizzabox eingesammelt. Oh mein Gott, let's go. Wir sind doch nicht so... Oh mein Gott! Nutzlos, wollte ich sagen. Ah! Oh mein Gott. Hä? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es überlebt. Wir haben es gerade noch so überlebt. Was war das? Okay, Freunde, das war sehr gut. Wo ist der jetzt überhaupt? Hallo? Keine Ahnung, Freunde. Wir laufen jetzt wieder mal in diese Richtung. Ich glaube, hier sollten doch noch bestimmt irgendwelche Pizzaboxen sein, oder? Oh, cool. Spielautomaten. Wie nice. Okay. Hä, und wie groß ist bitte diese Pizzeria hier? Die ist wirklich ziemlich groß. Oha, oha. Ohio. Okay, die nächste Pizzabox haben wir. Da vorne ist noch eine. Und dann fehlt uns auch nur noch insgesamt eine letzte Pizzabox. So, wo ist die? Komm schon, Freunde, die müssen wir jetzt auch noch finden. Die allerletzte Pizzabox ist genau hier. Nicht. Vielleicht hier im Badezimmer. Yee, oh Gott. Okay, ich hoffe mal... Oh, ja, wir haben es geschafft. Hä, was müssen wir jetzt machen? Säubere die Pizzeria, stellt die Kraft wieder her, ziehe 5 Leistungsschalter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, bitte nicht, nein, oh mein Gott, ich muss schnell da rein, ja, oh, hä,
Nein, Freunde, ihr habt es doch alle gesehen, oder? Ich war zuerst in diesem Spind und dann hat er mich da rausgezogen. Also, Freunde, wir wurden hier gerade von dem Spiel gescammt, aber wir kaufen uns die frei für 30 Baubucks. Oh Mann, Freunde, das war echt richtig unfair. Okay, wir brauchen nur noch 2 Leistungsschalter. Ich weiß gar nicht, wo man die jetzt findet. Hallo? Wie sehen diese Schalter eigentlich aus? Oh Gott, Freunde, ich habe keine Ahnung, ob ich mal so einen Schalter jetzt gesehen habe oder nicht. Ist die mal da vorbeigelaufen oder so? Nee, hier ist auch keiner. Okay, Freunde, wir gehen einfach mal weiter. Ist hier vielleicht einer? Oh, da war einer. Okay, es fehlt also nur noch ein einziger Schalter. Mal gucken, ob wir den jetzt auch mal finden hier irgendwo. Oh wei, nee, hier ist... Ah, nee, der wurde schon benutzt. Oh, oh, Freunde, okay. Ich hoffe mal, wir laufen jetzt Freddy nicht in die Arme. Wenn das überhaupt Freddy war, Freunde. Oh, okay. Let's go. Hä? Warte mal. Sind wir jetzt durch? Oh mein Gott, 200 Sekunden haben wir, um zu entkommen. Okay. Hä? Und dann haben wir schon gewonnen, oder was? Let's go. Wie easy war das denn? Oh, oh. Hallo? Wo ist er? Ist er hier irgendwo? Ich glaube, ich höre doch seine Schritte, richtig? Da vorne. Da vorne ist er. Okay, Freunde, wir laufen lieber mal in diese Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Weißt du das vielleicht? Hallo? Nein, komm schon, du hast doch das Lamy Cape. Du musst auf jeden Fall Ahnung haben, wo wir jetzt hinlaufen müssen, oder? Da lang? Ich vertraue dir einfach mal. So. Okay, Freddy ist auf jeden Fall nicht hinter uns. Das ist sehr gut. Und, jawohl, er hat uns hier rausgeführt. Ja, let's go. Lass uns rausgehen. Wir sind entkommen. Auch wenn wir einmal auf jeden Fall mit dem Spind, ja, gescammt wurden. Okay, Freunde, was passiert jetzt? Das ist auf jeden Fall nicht das Ende. Sieht so aus, als hätte etwas die Drähte zerstört oder sowas. Du musst alle Generatoren finden und wieder einschalten. Aber bevor du das tust, musst du die fehlenden... Was sammeln? Was ist das? Oha! Oha! Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder etwas suchen. Die zweite Nacht beginnt, Freunde. Wir sind auf jeden Fall nicht endgültig entkommen. So, Beginn der zweiten Nacht. Oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Was müssen wir sammeln? Ah, 10 Drähte. Hier ist ein Draht. Okay, let's go. Wir haben direkt den ersten Draht gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, bitte nicht. Ich kann mich nicht mehr wiederbeleben, oder? Nein. Oh mein Gott, Freunde. Wir müssen wieder alles von neu machen. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Alle guten Dinge sind 3. Abonniert alle Lamy. Ja, da hast du auf jeden Fall ziemlich recht. Moment mal, was ist das hier für ein sasser Kopf, den er trinkt? Okay, Freunde, wir müssen also wieder von Anfang an alle Pizzaboxen einsammeln. Na gut, dann wollen wir das Ganze mal angehen. So, wir haben hier die erste Pizzabox. Let's go. Und diesmal versuchen wir auch wirklich kein einziges Mal zu sterben. Das wäre nämlich ganz und gar nicht gut. So. Die Luft ist hier rein, oder? Hallo? Oh, ich höre den ja schon wieder. Oh, oh. Oh mein Gott. Ah, oh, da ist er ja schon. Oh mein Gott, Freunde, lauf. Oh, nein. Nein, das ist gar nicht gut. Lauf, mein Freund. Bitte lauf. Nein, er wurde geschnappt. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Das kann nicht wahr sein, Freunde. Wir müssen uns jetzt schon am Anfang wiederbeleben mit 30 Robux. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Okay, wow. Ey, yo, was geht ab, Mann? Kleines Dorfmonster. So, jetzt müssen wir die 5 Schalter umlegen. Na gut, let's go, Freunde. Kommt schon, wir schaffen das. Und dann hauen wir alle gemeinsam ab. Oh mein Gott, nein. Nein. Wir müssen hier reingehen. Okay, wir sind hier sicher, oder? Ja, okay. Diesmal sind wir hier in Sicherheit. So. Okay. Wo ist denn das Monster? Ah, da vorne. Oh mein Gott, nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Nein, wie schnell ist das denn bitte? Oh mein Gott, sind wir hier sicher? Ja. Ja, okay, Freunde. Wir haben immer noch keinen einzigen Schalter umgelegt und wir müssen noch ganz 5 Stück umlegen. Oh mein Gott, und jemand schreibt, abonniert Lamy oder ich komme zu euch nach Hause unter dem Bett.
Freunde, ihr müsst auf jeden Fall alle abonnieren. Ich glaube, ihr wollt keinen Lami Sassy-Fan unter eurem Bett haben. Okay, hier ist auf jeden Fall kein Schalter. Vielleicht hier irgendwo. Hallo? Gibt es hier einen Schalter, der umgelegt werden will von mir? Oder vorne? Jawohl, wir haben einen Schalter gefunden. Let's go. Okay, jetzt brauchen wir nur noch 3 Schalter. So, wir laufen mal in diese Richtung. Alter, wie groß ist denn diese Map? Nein, wir haben schon wieder verloren. Freunde, es ist unmöglich, das Spiel. Wir müssen schon wieder von neu anfangen. Nein. Ja, gut. Also, was soll ich euch sagen, Freunde? Alle guten Dinge sind 4 oder so. Oh Mann, das kann wirklich nicht sein, dass wir die ganze Zeit geschnappt werden. Das ist aber auch wirklich, wirklich schwer. Okay, Beginn der ersten Nacht. Wir müssen wirklich nur ein einziges Mal Nacht 1 und Nacht 2 überleben. Aber wie gesagt, das ist wirklich gar nicht mal so einfach. So, 7 Boxen haben wir schon mal. Ah, lol. Man kann sich hier in den Schächten noch verstecken. Das ist ja schlau. Das wusste ich gar nicht. Okay, Freunde, ich glaube, das erleichtert uns auf jeden Fall, abzuhauen vor Freddy. Oha, wo sind wir hier? Hä, wo bin ich? Wie groß ist bitte diese Map, Freunde? Die ist ja mal unendlich groß. Okay, okay, okay. Da vorne ist noch eine Pizzabox. Oha, wir haben jetzt schon richtig viele gefunden. 12 Stück. Uns fehlen nur noch 4. Okay, ich hoffe mal, die sind irgendwo hier. Oh, das hat sich gereimt, Freunde. Habt ihr gehört? So, jetzt nur noch eine Pizzabox. Und die ist auch schon da hinten, Freunde. Wir laufen mal ganz schnell dahin. Und dann müssen wir alle Schalter umlegen. Und dann können wir auch schon abhauen. So, okay. 5 Schalter müssen wir jetzt einmal umlegen. So, wo waren die überall? Wo sind wir hier überhaupt? Keine Ahnung, Freunde. Oh, oh. Ich habe ein ungutes Gefühl, Freunde. Ich habe so ein Gefühl, als ob Freddy gleich kommt und uns auffrisst. Wobei, war nicht hier am Anfang ein Schalter? Aha. So, Nummer 1 haben wir aktiviert. Jetzt suchen wir auf jeden Fall Nummer 2. Wo ist der nächste Schalter? Den müssen wir einmal umlegen. Und dann können wir, wie gesagt, ganz entspannt entkommen hier. Und immer schön die Augen aufhalten, Freunde. Ich habe wirklich keine Lust, hier irgendwie von hinten gleich erschreckt zu werden von Freddy. So, ich glaube, hier war kein Schalter. War nicht hier irgendwo ein Schalter? Hallo? Nein, hier auch nicht. Oh Gott, Freunde, ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht gehen wir am besten einfach mal... Oh nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo ein Schalter ist. Der war doch genau, hier irgendwo? War nicht hier ein Schalter? Hallo? Schalter, wo bist du? Okay, ich glaube, hier war doch kein Schalter. Oh Mann, ey, wo sind die denn? Ah, da vorne! Okay, okay, sehr gut, Freunde. Den aktivieren wir jetzt einfach mal. So, jetzt fehlen uns nur noch 3 Stück. Und, oh nein, oh nein, oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, da vorne ist er. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, bitte hier rein. Und, ja, wir sind sicher. Aber, Freunde, ich glaube, es sind gerade richtig viele von der Lami Army entkommen. Nein, das kann nicht wahr sein, Freunde. Oh mein Gott, okay. Freunde, wir gehen hier wieder raus. Wo ist der? Rechts, links? Oh, der war da vorne. Oh mein Gott, Freunde, wir laufen einfach mal weg hier. Am besten ganz weit weg, wo ein paar Schalter sind. Hallo? Schalter? Aha, hier ist noch einer. Jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen Schalter und ich hoffe mal, Freddy läuft uns jetzt nicht in die Arme. Das wäre wirklich gar nicht gut. Beziehungsweise, wir dürfen Freddy nicht in die Arme laufen. Wo soll ich hin? Hier? Nee, hier ist kein Schalter. Soll ich hier laufen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Komm schon. Ah, die schreiben auch schon. Lami, du musst es schaffen für die Lami Army. Natürlich schaffe ich es für euch. Oh, komm schon. Aber ich weiß nicht, wo der letzte Schalter ist. Oh, doch, da vorne. Warte mal. Hä? Wartet mal, wartet mal. Ja, wir haben den letzten Schalter. Sehr gut. Jetzt einfach nur noch durch die Tür kommen. Oh Gott, wo war denn jetzt nochmal die Tür? Wo muss ich durchlaufen? Hier lang? Oh, Litchi. Okay, okay, Freunde, wir haben jemanden gefunden. So, komm mit mir. Wir müssen genau hier lang, glaube ich. Müssen wir hier lang? Okay, Freunde, wir gehen einfach mal hier lang. Ich glaube, ja doch, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wir sind entkommen. Wir haben die erste Nacht offiziell überlebt. Let's go. Und damit startet auch schon direkt Nacht Nummer 2. Warte mal. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich alleine hier mit Litchi bin.
Oh mein Gott, alleine mit einem Mädchen hier bei dieser Sassen Pizzeria. Okay, wir beginnen die Nacht. Okay, wir müssen 10 Drähte suchen. Und diesmal gibt es, glaube ich, 2 Animatronics. Wir müssen also doppelt so vorsichtig sein. Und ich glaube, Freunde, es wäre wirklich gar nicht mal so dumm, wenn wir hier... Hä? Hä? Moment mal. Nein, 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 nein. Warum bin ich jetzt gestorben, Freunde? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich glaube, Leute, dieses Spiel ist noch ein bisschen verbuggt oder so. Können wir uns freikaufen? Oh, jawohl, Freunde, wir können uns freikaufen. Okay, ich dachte, das funktioniert nicht mehr. Aber wir haben es geschafft. Okay, lol, Litchi sammelt hier einen Draht nach dem anderen. Wir haben schon 6 Drähte. Oha, Litchi ist ein richtiger Profi also. Na gut, das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Die liebe Litchi hilft mir hier raus. So. Oh mein Gott, hä? Wie schnell war das denn jetzt hinter mir? Okay, Freunde, wir haben jetzt wirklich verloren. Und ich glaube, das sollte auch reichen. Obwohl, Freunde, lasst uns das noch einmal versuchen. Ich werde jetzt jedem Mitspieler hier ein paar Baubugs geben. Das heißt, alle können sich mindestens einmal wieder beleben. Und ich glaube, das ist keine schlechte Idee, Freunde. Das heißt, diesmal sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Let's go. Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall der lieben Lami Army ein paar Baubugs gegeben. Das heißt, die können sich jetzt im Notfall reviven, wenn die sterben würden. Aber ich hoffe mal, die sterben jetzt trotzdem nicht. Dann können die auf jeden Fall die Baubugs behalten. Und ja, wir können hier endlich in Frieden entkommen. So, ein Stromschalter ist schon umgelegt, Freunde. Die erste Nacht ist eigentlich easy zu überleben. Aber die zweite Nacht, oh, die ist richtig schwer. So, noch ein Schalter. Wir brauchen nur noch 2 Schalter und dann sind wir hier auch schon entkommen, oder? Moment mal, Schalter, wo wart ihr nochmal? Vielleicht hier irgendwo. Ich hoffe mal, wir laufen jetzt nicht dem Animatronics entgegen. Das finde ich so gut. Guckt euch mal an, wie die Lami Army mir hinterherläuft. Ja, folgt mir, let's go. Wir schaffen das schon zusammen. Okay, und wenn wir sterben, dann sterben wir wenigstens auch zusammen. Wie eine richtige Army. So, wir gehen mal hier entlang. Waren wir hier schon? Hallo, gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ich habe das Gefühl, wir laufen die ganze Zeit im Kreis. Kann das irgendwie sein? Oh, Schalter. Und... ja, okay, Freunde, jetzt müssen wir nur noch entkommen und dann beginnt die zweite Nacht. Let's go. So, einmal hier entlang und let's go. Die zweite Nacht kann beginnen. Und Nacht Nummer 2 kann jetzt auch schon direkt beginnen. Freunde, wir starten das Ganze. Los, okay, 10 Drähte brauchen wir jetzt wieder. Der erste Draht war hier vorne. So, den habe ich jetzt aufgesammelt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall... oh mein Gott, schon etwas erledigt. Nein, 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 bitte nicht. Die ganze Lami Army stirbt gerade. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. So schnell sterben wir hier schon in der zweiten Nacht. Und wir können uns... doch, wir können uns noch wiederbeleben. Let's go. So, okay, hier sind wir schon wieder. Und er sagt, abonniert Lami zu den 300k. Da hast du auf jeden Fall recht, liebe Figurmonster aus DOS. Ja, wie auch immer. Aber hey, du musst auch mal mithelfen, hier Draht zu finden. So, oh oh. Die ganzen Lami-Soldaten sterben hier leider im Kampf gegen die Animatronics. So, hallo? Ich hoffe mal, wir laufen jetzt niemanden entgegen. Oh, hä, wo kommst du denn her? Lol. Okay, was ist das denn hier für ein geheimer Secret-Gang? Oha, was gibt es hier unten? Alter, wie nice ist das denn? Moment mal, hier lang? Hä? Was ist das hier für ein Secret? Lol, wo sind wir hier? Hä, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, das ist krass, Freunde. Gibt es hier unten irgendetwas, was wir brauchen? Irgendein Draht oder so? Und da sind irgendwie so Lampen oder so. Keine Ahnung, was es bedeuten soll. Okay, Freunde, ich weiß auch nicht, ob wir hier unten überhaupt sein sollen. Oh, hier ist eine Treppe nach oben. Oh, oh, Alter, Litchi sammelt da oben einen Draht nach dem anderen. Oha, Litchi ist wirklich richtig, richtig gut in dem Spiel. Ich glaube, die hat sich auf jeden Fall nach der Runde ein paar Baubugs verdient. Ohne ihre Hilfe hätten wir, glaube ich, schon lange verloren. Beziehungsweise, wir wären gar nicht mal so weit gekommen. Okay, aber Draht sehe ich jetzt nicht mehr. Wir brauchen noch 3-mal Draht. Aber hier nirgendwo ist Draht. Oh, oh. Nein, Litchi ist gestorben. Oh mein Gott, nein, das ist nicht gut. Freunde, das ist gar nicht gut. Bensonheimer ist gestorben. Nein, 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 nein. Freunde, hier vorne ist das Monster. Okay, Freunde, nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht, wir dürfen jetzt nicht alle sterben, oder? Komm schon. Ja, ich bin in Sicherheit. Okay, Freunde, hier bleiben wir erstmal ganz kurz. Okay, da vorne war Freddy. Also, wenn der überhaupt Freddy heißt. Da vorne sehe ich jetzt die ganzen
Drähte? Okay. Soll ich nach draußen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, okay. Wir gehen raus. Und? Hallo? Okay, ich hoffe mal. Hier ist niemand. So, wir laufen mal in diese Richtung. Denn da vorne sehe ich ganz, ganz viele Drähte auf dem Boden. Wir brauchen nur noch 2 Stück. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Hier, ich bin tot. Ich bin tot! Nein! Naja, Freunde, was soll ich euch sagen? Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze nochmal ausprobieren und wirklich diesmal schaffen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und kommentiert auf jeden Fall euren Roblox-Benutzernamen, wenn ihr Profis seid. Denn vielleicht werde ich dann euch einladen und gemeinsam mit euch das ganze Spiel hier durchspielen. Aber, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt könnt ihr links das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!